Religion, Geschlecht und Sexualität. Der Podcast aus dem Homeoffice. Eine digitale Bricolage. Heute mit einem Vortrag von Professor Dr. Andreas Krass vom Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin zum Thema Magnus Hirschfeld in Palästina. Religion und Sexualität in der Weltreise eines Sexualforschers von 1933. Es war keine geringere als unsere Rednerin der ersten Podcast-Episode, Christina von Braun, die Anfang dieses Jahrtausends das Hervorgehen der Sexualwissenschaft aus der Säkularisierung jüdischen und christlichen Denkens analysiert hat. Um sie, die Sexualwissenschaft, geht es in dieser Episode. Und mit ihr um die Person, von der so etwas wie die Theorie der sexuellen Relativität stammt. Ein Einordnungsprinzip, für das sich die Bezeichnung Zwischenstufentheorie durchgesetzt hat. Gleichsam ein Plädoyer für die Verschiedenheit der Menschen, besagt die sogenannte Zwischenstufentheorie, dass der Mensch nicht Mann oder Frau sei, sondern Mann und Frau. Dass sich jede Person zusammengesetzt denken lässt, aus einer Kombination zahlreicher männlicher, weiblicher oder zwischengeschlechtlicher Eigenschaften. Hallo und herzlich willkommen in dieser Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. In der heutigen Episode begrüßen wir unseren Gast, Professor Dr. Andreas Krass von der Humboldt-Universität zu Berlin. Andreas Krass war, bis er 2012 nach Berlin kam, 8 Jahre lang Professor für deutsche Literatur des Mittelalters an der Goethe-Universität Frankfurt. An der Humboldt-Universität leitet er die Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität und ist Mitglied des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Sein aktuelles Forschungsprojekt zum Thema Judentum und Homosexualität in der literarischen Moderne, dass er in Kooperation mit der Hebräischen Universität von Jerusalem durchführt, wird von der Berliner Einstein-Stiftung gefördert. Unter seinen Publikationen ist das 2016 im Fischer Verlag erschienene Buch »Ein Herz und eine Seele – Geschichte der Männerfreundschaft«. Das ist ein tolles Buch über viele Formen der Männerfreundschaft von der Antike bis in die Gegenwart. Ein Streifzug durch die Epochen mit ausgewählten Beispielen für Freundschaften von Homer bis Wolfgang Herrndorf. Heute in unserem Podcast geht es um den Berliner Sexualwissenschaftler, den in unserer ersten Podcast-Episode schon Christina von Braun angeführt hat, Magnus Hirschfeld, von dem die eingangs erwähnte sogenannte Zwischenstufentheorie stammt. Der Vortrag rekonstruiert Hirschfelds 3-wöchige Reise nach Palästina 1932 und beschreibt Hirschfelds Äußerungen zu Fragen der Religion und Sexualität im Palästina-Kapitel seines Reiseberichts »Weltreise eines Sexualforschers« von 1933. Der Vortrag wird uns einen tieferen Einblick in die Forschung von Hirschfeld geben, der auch als Einstein des Sex bezeichnet worden ist. Andreas Krass spricht in seinem Vortrag viele spannende Aspekte an, unter anderem Hirschfelds Behauptung, Transvestismus sei ein fester Bestandteil der jüdischen Kultur und sogar in der Heiligen Schrift dokumentiert. Eine Provokation, mit der Hirschfeld seine Ansicht unterstreicht, dass nicht heteronormative Formen von Geschlecht natürlich sein und nicht als Sünde
Verbrechen oder Krankheit kategorisiert werden sollten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Krass. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte mich bei der Organisatorin dieser Ringvorlesung, Almut Renger, sehr herzlich bedanken, dass sie mich eingeladen hat, zum Thema Religion, Geschlecht und Sexualität zu sprechen. Das Thema, das ich mir überlegt habe, behandelt den Sexualwissenschaftler, den deutsch-jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der im Frühjahr 1932 Palästina besucht hat und dort eine Reihe von Vorträgen gehalten hat. Dieser Vortrag entstand im Zusammenhang eines Forschungsprojekts, das von der German Israeli Foundation finanziell gefördert worden ist und das ich an der von mir gegründeten Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität durchgeführt habe, in Kooperation mit der Hebräischen Universität in Jerusalem. Partner dort ist der Historiker Moshe Sluhovsky. Wir haben inzwischen auch ein neues Projekt begonnen, das thematisch eng mit diesem Projekt verwandt ist. In dem wird es vor allen Dingen um das Thema Literatur gehen und dieses neue Projekt wird von der Einstein-Stiftung finanziert. Ja, ich möchte gerne über Magnus Hirschfeld sprechen und ich werde etwa 60 Minuten sprechen, aber ich habe 31 Bilder mitgebracht, um meinen Vortrag etwas aufzulockern. Sie werden also im Durchschnitt alle 2 Minuten ein neues Bild sehen. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Fotos, die ich gemacht habe bei meiner Reise nach Israel vor einem Jahr im März 2019. Da bin ich auf den Spuren von Magnus Hirschfeld unterwegs gewesen und habe versucht zu rekonstruieren, welche Orte er dort besucht hat und ob die Gebäude, die er betreten hat, auch noch stehen. Also ich war in Tel Aviv, in Jerusalem und Haifa. Die vierte Station, nämlich den Kibbutz Bet Alpha in Nordisrael, habe ich leider nicht mehr besuchen können aus Zeitgründen. Ich hoffe, dass ich das nochmal nachholen kann. Ja, also es gibt hier sozusagen eine kleine Diashow, wenn Sie so wollen. Ja, dann beginne ich mal mit meinem Vortrag. Am 15. November 1930 verließ der deutsch-jüdische Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld Deutschland für eine Vortragsreise in die USA. Der Gründer und Direktor des international renommierten Instituts für Sexualforschung in Berlin wurde als Einstein des Sex angekündigt, weil er eine Theorie der sexuellen Relativität erfunden hatte, die sogenannte Zwischenstufentheorie. Aus dem Besuch in den USA wurde schließlich eine 16-monatige Weltreise mit Stationen in Japan, China, Indonesien, Indien, Ägypten und Palästina. 1933, ein Jahr nach seiner Rückkehr nach Europa, veröffentlichte Hirschfeld einen 400 Seiten langen Reisebericht unter dem Titel »Die Weltreise eines Sexualforschers, Abbildung 1«. Das in der Schweiz veröffentlichte Buch schließt mit einem ausführlichen Bericht über den Besuch in Palästina. Wie Hirschfeld im Vorwort anmerkt, fiel die Entscheidung, über den Pazifik statt über den Atlantik nach Europa zurückzukehren, erst gegen Ende der USA-Reise. Er schreibt, bei der Abfahrt von meiner Berliner Wirkungsstätte hatte ich eine Reise um die Welt weder beabsichtigt noch geplant. Während seiner Lesereise ahnte er aber, dass er wegen der Nazis nicht nach Berlin zurückkehren konnte. Wie er in seinem Tagebuch am 26. November 1931 feststellt, Abbildung 2, erhielt er zahlreiche Briefe aus Deutschland, die wegen des mächtigen Anschwellens der Hitlerbewegung die dortigen Verhältnisse in den düstersten Farben schilderten. Ihm wurde bewusst, dass das Exil auf ihn wartete. Nun unter diesen Umständen heimzukehren, wäre sicherlich mehr wie unvernünftig, deshalb habe ich mich entschlossen, vorläufig das dem Hitlerwahn verfallene Deutschland zu meiden. Armes deutsches Vaterland, schöne geliebte Heimat, ob ich dich wohl noch einmal wiedersehe? Doch wo sollte er sich niederlassen? 3 Optionen boten sich an: Europa, die Vereinigten Staaten und Palästina.
Schließlich zog Hirschfeld nach Frankreich, wo er am 14. Mai 1935 im Alter von 67 Jahren plötzlich verstarb. In meinem Vortrag verfolge ich zwei Ziele. Erstens möchte ich die Route von Hirschfeld auf der Grundlage seines Reiseberichts rekonstruieren. Der Reisebericht war bislang die einzige Informationsquelle über seine Reise nach Palästina und ich werde versuchen, Hirschfelds zuweilen meandernden Bericht in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und die genannten Orte, Daten und Personen so weit wie möglich zu verifizieren. Und zu diesem Zweck habe ich dann auch noch drei weitere Quellen ausgewertet. Nämlich erstens Berichte, die während und nach Hirschfelds Aufenthalt in palästinensischen Zeitungen veröffentlicht wurden. Zweitens Dokumente, die die Berliner Magnus Hirschfeld Gesellschaft mit dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat, wie zum Beispiel Hirschfelds Reisepass, Tagebuch und Briefe. Und drittens die im März 2019 während meiner Reise gesammelten Ergebnisse. Im zweiten Teil werde ich dann untersuchen, inwiefern Hirschfeld in den Palästina-Kapiteln auf seine Identität hinsichtlich Religion, Geschlecht und Sexualität anspielt. Kurz nach seiner Rückkehr nach Europa am 17. Mai 1932 brachte Hirschfeld in seinem Tagebuch die Frage nach seiner Identität selbst auf. Abbildung 3. Die Frage, wohin gehörst du? Was bist du eigentlich, lässt mir keine Ruhe. Formuliere ich die Frage, bist du ein Deutscher, Jude oder Weltbürger, so lautet meine Antwort jedenfalls Weltbürger oder alles drei. Damit komme ich zum ersten Teil meines Vortrags zur Rekonstruktion von Hirschfelds Reiseroute und ich werde dabei eine Auswahl treffen und nur die Ereignisse näher besprechen, die auch etwas mit dem Thema Religion und Sexualität zu tun haben. Als Hirschfeld nach New York aufbrach, der ersten Station seiner Vortragsreise, blieb sein Lebenspartner Karl Giese in Berlin, um sich um das Institut zu kümmern, in dem er als Archivar arbeitete. Nachdem Hirschfeld die ersten 6 Monate seiner Reise allein unterwegs war, änderte sich die Lage im Mai 1931, als er während seines Aufenthalts in Shanghai auf einen chinesischen Studenten namens Li Xiutong traf. Abbildung 4. Mit Erlaubnis des Vaters begleitete Liu Xitong Hirschfeld als Übersetzer zunächst während des China-Besuchs, dann für den Rest der Weltreise und schließlich in den letzten 4 Jahren, die Hirschfeld noch leben sollte. Hirschfeld nannte ihn Tao Li, ein Kosename, der so viel wie Lieblingsschüler bedeutet. Am Ende ihrer Reise verbrachten die beiden Gefährten 29 Tage in Palästina. Sie kamen am Sonntag, den 14. Februar 1932 an und reisten am Sonntag, den 13. März 1932 wieder ab. Während ihres Aufenthalts in Palästina, das seit 1920 unter britischem Mandat stand, besuchten sie Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und den Kibbutz Bet Alpha. Hirschfeld stellt fest, dass er wiederholt von Kennern den Ausspruch gehört hatte, dass von den 3 größeren Städten des Landes Jerusalem die Vergangenheit, Tel Aviv die Gegenwart und Haifa die Zukunft verkörpere. Insofern war Hirschfelds Tour auch eine Zeitreise. Hirschfeld freute sich auf seinen Besuch in Palästina. Das Visum für Ägypten und Jerusalem, ausgestellt von einem Beamten der Regierung von Bombay, hielt er bereits in seinen Händen. In einem Tagebucheintrag vom 26. November 1931 beklagt Hirschfeld, dass seine Reisepläne um 3 Wochen verzögert wurden, weil er sich in Bombay von einer Malaria-Infektion erholen musste. Doch nun konnte er seine Reise endlich fortsetzen. Er schreibt: Ich bin jetzt auf dem Weg nach Kairo und Jerusalem. Wie lange ich dort bleibe und was dann, ist unbestimmt. Mein Wunsch wäre bis Ende Januar Ägypten, Februar Palästina. Damit komme ich zur ersten Station seiner Palästina-Reise, Tel Aviv, vom 14. bis zum 20. Februar. Vor seiner Ankunft in Tel Aviv hatte Hirschfeld bereits mit seinem ehemaligen Kollegen Chaim Berlin Pläne geschmiedet. Der Dermatologe, einst einer der treuesten Schüler unseres Instituts für Sexualwissenschaft,
wie Hirschfeld schreibt, arbeitete am Hadassah Hospital in Tel Aviv. Er wohnte in einem schönen Bauhaus-Apartmentgebäude am Rothschild Boulevard 117, Abbildung 5, nur eine Meile vom Hotel entfernt, in dem Hirschfeld wohnte. Berlin lancierte Artikel in verschiedenen Zeitungen, die Hirschfelds Reise nach Palästina ankündigten. Am 12. Februar schrieb die Zeitung Davar: Dr. Chaim Berlin erzählt uns, dass am 14. Februar der medizinische Berater Dr. Magnus Hirschfeld ins Land kommen wird. Er ist Leiter des Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin. Dr. Magnus Hirschfeld ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in der medizinischen Welt und gilt als einer der größten Experten in Sachen Sexualität. Dr. Hirschfeld ist von einer wissenschaftlichen Reise in den Osten zurückgekehrt. Er war in Japan, China, Indien und Ägypten. Er wird nun für 3 Wochen in Eretz Israel bleiben und in der ersten Woche Tel Aviv besuchen. Am 16. Februar veröffentlichte die Zeitung Doa Hayom einen ähnlichen Artikel und fügte noch hinzu, Hirschfeld werde im Sanremo Hotel in Tel Aviv residieren und Vorträge in Israel halten. Der umfangreichste Artikel, von Chaim Berlin selbst unterzeichnet, erschien am 15. Februar in der Zeitung Haaretz. Gestern ist Dr. Magnus Hirschfeld, der renommierte Forscher auf dem Gebiet der Sexualwissenschaft, in Tel Aviv eingetroffen. Unter den großen Forschern für sexuelle Fragen hat nun der medizinische Berater Dr. Magnus Hirschfeld die Führung übernommen. Hirschfeld widmet seine wissenschaftliche Arbeit seit fast 40 Jahren diesem Spezialgebiet, das vor seiner Arbeit vernachlässigt worden war, und hat sich mit außerordentlicher Begeisterung um diese Arbeit gekümmert. 1896 erschien sein erstes Werk, ein kleines Buch mit dem Titel Sappho und Sokrates, das unter dem Einfluss eines tragischen Ereignisses geschrieben wurde, dem Tod eines jungen homosexuellen Offiziers, der Selbstmord begangen hatte. Von da an sind fast jedes Jahr neue Bücher und Artikel von ihm erschienen. Die wichtigsten sind Die Sexualpathologie, ein Lehrbuch für Ärzte in 3 Bänden und in eher volksnaher Art und Weise Die Geschlechtskunde, eine Monographie über Sexualleben und Liebe in 5 Bänden im Umfang von 3000 Seiten. Und es gibt keine einzige, noch so kleine Frage, die Hirschfeld in seinen Büchern auf der Grundlage wissenschaftlicher, sozialer und menschlicher Untersuchungen nicht genau beantworten würde. 40 Jahre lang folgte er dem Motto, dass Wissenschaft keine Theorie für sich selbst sei, sondern für die Menschheit sein solle. 1919 gründete Hirschfeld das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin, das erste und bisher weltweit einzige Institut, das sich nicht nur der Untersuchung und dem Verständnis, sondern auch der Heilung sexueller Störungen widmet. Dr. Magnus Hirschfeld wird drei Wochen im Land Israel bleiben. Er wurde eingeladen, an der Hebräischen Universität in Jerusalem zu lehren. Er wird auch in Tel Aviv im Namen der Ärztekammer referieren. Wir begrüßen Dr. Hirschfeld als Forscher ersten Grades, als unglaublichen Arzt und hervorragenden Menschen. Tatsächlich blieb Hirschfeld 4 Wochen in Palästina, nämlich eine in Tel Aviv, 2 in Jerusalem und 1 in Haifa und Bet-Eifer. Am Sonntag, den 14. Februar, holte Chaim Berlin, Hirschfeld und Tauli am Bahnhof von Lod ab und fuhr sie zum eleganten Sanremo Hotel, das sich am Anfang der Allenby-Straße in Strandnähe befand, Abbildung 6. Das Gebäude wurde später abgerissen, heute befindet sich an seiner Stelle der 1993 eröffnete Opernturm. Hirschfeld hatte sich entschieden, die erste Woche in Tel Aviv zu verbringen, da ihm gesagt worden war, dass das Wetter in der zweiten Februarhälfte dort viel schöner sein werde als im kalten, stürmischen und regnerischen Jerusalem. Hirschfeld beschreibt die angenehme und historisch interessante Autofahrt von Lod nach Tel Aviv. In Lod empfing uns Dr. Berlin und führte uns in wenig mehr als halbstündige Autofahrt mitten durch ausgedehnte Pflanzungen der schönen, großen, duftenden Jaffa-Orangen vorbei
am Mikwe Israel, der bereits 1870 von der Alliance Israélite gegründeten Landwirtschaftsschule für junge Juden aller Länder, vorüber an der deutschen Siedlung Sarona, einer der mustergültigen Kolonien der württembergischen Templergemeinde, die sich 1868 in Palästina niederließ, zu der breiten, langen Allenby-Straße von Tel Aviv, an deren Ende unmittelbar am offenen Meer das San Remo Hotel liegt. Hirschfeld weist darauf hin, dass das neu erbaute Hotel nach dem Ort der Anerkennung der Balfour Declaration im türkisch-englischen Friedensvertrag von San Remo benannt worden war. Er war von dem neuen, schön am Strande gelegenen Hotel verzaubert und zugleich beeindruckt von der Tatsache, dass das Hotel vom Direktor bis zum Stiefelputzer hebräisch bedient worden sei. Hirschfeld war fasziniert vom Alltag in Tel Aviv, das das Bild einer zeitgenössischen europäischen Stadt bot. Tel Aviv ist in mehr als einer Beziehung ein sehr bemerkenswerter Ort. Zunächst einmal ist es mit etwa 50.000 Einwohnern die einzige einheitlich jüdische Stadt der Gegenwart. Von der Stadtverwaltung bis zur Arbeiterschaft, vom Polizisten bis zum Straßenkehrer und Schornsteinfeger, alles Juden. Sprechen sie nicht untereinander Hebräisch, könnte man der Bevölkerung und den Straßen allerdings nicht anmerken, dass man sich in einer ausschließlich jüdischen Stadt befindet, es sei denn, man käme an einem Sonnabend, wo der ganze Wagenverkehr ruht, sämtliche Läden geschlossen sind und alle Männer, Frauen und Kinder geputzt spazieren gehen. Außerdem stellt Hirschfeld fest, so wurde Tel Aviv für eine jetzt etwa 50.000 zählende Menge von Juden, die der Verfolgung und Verachtung ihrer Geburtsländer müde waren, ein Ort seelischer Entspannung und Befreiung, ihr Platz an der Sonne. Er betont, wie ununterscheidbar das jüdische Leben in Tel Aviv vom modernen städtischen Leben in Europa war, mit Ausnahme der Sprache und der Tatsache, dass der offizielle Ruhetag nicht der Sonntag, sondern der Samstag war. Die Stadt bestätigte auch seine Überzeugung, dass das Judentum keine Frage der Rasse sei. Nur ganz selten, viel seltener jedenfalls als etwa in Karlsbad oder Marienbad, sieht man die struckschen Charakterköpfe oder orientalische Schönheiten, wie sie in meiner Jugend Sichel malte. Auch die sogenannte Judennase, die eine aramäisch-arabische Sonderheit sein soll, ist kaum häufiger zu sehen als eine Stupsnase. Es überwiegen westisch und nordisch geformte Nasen, um mich der Günther'schen Nomenklatur zu bedienen, und auch die Bildung der Lippen, Haare und Augen, Hände und Füße weicht kaum von dem westeuropäischen Durchschnittstypus ab. Man sieht sogar, namentlich unter den Kindern, auffallend viele blonde und blauäugig. In einem Kindergarten zählte ich 32 Hellhaarige unter 54, also mehr als 50%. Indem Hirschfeld auf Maler wie Nathaniel Sichel und Hermann Struck verweist, den er später in Haifa kennenlernte, und indem er Rassentheoretiker wie Hans Günther widerlegt, argumentiert Hirschfeld, dass die Vorstellung einer besonderen jüdischen Physiognomie nichts anderes sei als eine stereotypische Fantasie, die in orientalisierender Kunst und rassisierender Theorie erfunden wurde. In seinem letzten Buch, das 1938 posthum in englischer Sprache unter dem Titel Racism erschien, erforscht und dekonstruiert er die rassistischen Theorien und Praktiken seiner Zeit. Hirschfeld begrüßte die Gelegenheit, ein paar Tage in der Stadt zu entspannen, deren vielversprechender hebräischer Name in wörtlicher Übersetzung Frühlingshügel bedeutet, wie er in seinem Reisebericht betont. Beeindruckt von der Schönheit des Strandes schreibt er: Ganz großartig ist der weite, weiße Badestrand von Tel Aviv, wie geschaffen für einen internationalen Weltkurort, ein palästinensisches Seitenstück zu Ostende, Biarritz und Miami.
Als ich in der zweiten Hälfte des Februar dort weilte, war das Strandbild bereits ein sehr bewegtes, belebt von Hunderten von Schwimmern und Schwimmerinnen, von gebräunten Sportlern und Sportlerinnen, die munter zwischen ausgedehnten Reihen von Strandkörben ihre Kräfte maßen. Eigenartig erhöht wird der landschaftliche Reiz durch die an der Küste in langen Zügen würdevoll dahinschreitenden Kamele, die große Kisten von Jaffa-Orangen schleppen. An die langen Winter Berlins gewöhnt, freute sich Hirschfeld, dass es in Tel Aviv der Bevölkerung möglich ist, 8 Monate im Jahr See- und Luftbäder zu nehmen, eine Begünstigung, von der, wie ich mich im Februar 1932 überzeugen konnte, reichlich Gebrauch gemacht wird. Er genoss es, die, Zitat, frischen Jungen und Mädels am Strande von Tel Aviv zu sehnen, denen der schöne Götterfunke der Freude aus den Augen sprüht. Sie erinnerten ihn an die deutschen Jugendbewegungen, die Wandervögel und Pfadfinder. In der leichten Art, sich zu kleiden, hutlos, halsfrei, nackte Waden, in der Unbefangenheit ihres Wesens, augenscheinlich stark von der modernen Wandervogel- und Pfadfinderbewegung beeinflusst, spricht aus ihnen so viel Lebenslust, Lebenskraft und Lebensbejahung, dass die Unterbewusste vom Erotischen ihren Ausgang nehmenden Verkrampfungen und Minderwertigkeitsgefühle, die man in diesem Alter sonst so häufig findet, überwunden zu sein scheinen. Hirschfeld hatte offenbar das Gefühl, dass das erotische Selbstbewusstsein der Jugendlichen am Strand eben jenen Idealen entsprach, die die von ihm mitbegründete Weltliga für Sexualreform propagierte. Hirschfeld ging auch ins Theater. Er sah eine Aufführung der Habima, einer international berühmten jüdischen Theatergruppe, die er bereits 1930 in Berlin gesehen hatte und die sich inzwischen in Tel Aviv niedergelassen hatte. Hier sah ich in dem kurz vorher eröffneten Theater Tel Avivs, einem hochmodernen und schönen Bau, was nicht immer dasselbe ist, die von der Habima äußerst eindrucksvoll gegebene Darstellung des russischen Dramas »Die Ketten« vor einem jedes Plätzchen füllenden Publikum. Hirschfeld bezieht sich wahrscheinlich auf die Mograbi-Oper, ein Gebäude im Art-Deco-Stil. Das Gebäude, das später auch als Kino diente, wurde 1930 eröffnet, 1986 bei einem Brand zerstört und 1989 abgerissen. Heute dient die Brache als Parkplatz. Hirschfeld hielt 3 Vorträge in Tel Aviv, 2 für ein medizinisches Fachpublikum und einen für die Öffentlichkeit. Die Fachvorträge fanden am 17. und 18. Februar im Nathan und Lina Strauß Gesundheitszentrum in der Belfourstraße 14 statt, Abbildung 8. Die Haaretz kündigte sie am Dienstag, den 16. Februar an. Morgen, Mittwoch um 8.15 Uhr abends, wird in der Halle des Gesundheitszentrums Balfourstraße eine Versammlung der Mitglieder des lokalen Zweigs stattfinden. Auf der Tagesordnung ein Vortrag mit Lichtbildern von Professor Dr. Magnus Hirschfeld, die sexuelle Pathologie. Am nächsten Tag findet eine 2. Mitgliederversammlung statt, auf der Tagesordnung ein 2. Vortrag des erwähnten Dozenten, am selben Ort und zur gleichen Zeit, sexuelle Anthropologie, Praktiken des Sexual- und Liebeslebens verschiedener Nationen. Das schöne Gebäude, das 1928 von dem deutschstämmigen amerikanisch-jüdischen Kaufmann und Philanthropen Nathan Strauß erbaut wurde, dient heute als Familienklinik namens Beth Strauß. Abbildung 9. Historische Porträtfotos des Gründerpaares schmücken noch heute die Wand über der Rezeption. Der öffentliche Vortrag wurde im Rahmen der Kulturkommission der palästinensischen Arbeiterschaft in Verbindung mit der jüdischen Arbeiterjugend organisiert. Er fand am 20. Februar im Lichtspieltheater in Tel Aviv unter großem Andrang statt. Die Zeitung Haaretz kündigte den Vortrag einen Tag vorher an.
Morgen Vormittag um 10:30 findet im Saal des Kinos Eden ein öffentlicher Vortrag von Professor Magnus Hirschfeld über die sexuellen Probleme unserer Zeit statt. Der Vortrag wird ins Hebräische übersetzt. Tickets können im Kulturausschuss vormittags zwischen 9 und 11 sowie nachmittags von 3 bis 5 Uhr erworben werden. Das Eden in der Lilienblumstraße 2 war das erste Kino von Tel Aviv, es war 1914 eröffnet worden, Abbildung 10. Nur die verfallenen Fassaden des einst schönen Gebäudes haben bis heute überlebt, sowie ein schöner Kiosk aus damaliger Zeit, der auf der gegenüberliegenden Seite steht, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht und heute als Café dient, Abbildung 11. Neben seiner privaten und beruflichen Tätigkeit traf sich Hirschfeld mit prominenten Ärzten und Politikern aus Tel Aviv und sammelte Informationen über die medizinische und hygienische Situation der Stadt. Er stellt fest: Tel Aviv zählt allein 160 Ärzte, das will besagen, einen auf etwa 300 Einwohner oder 22 Häuser. Darunter befinden sich, wie ich mich namentlich bei dem Besuch der ausgezeichnet eingerichteten Krankenhäuser überzeugen konnte, sehr viele hervorragende Spezialisten, von denen manche auch als Hygieniker eine tüchtige sanitäre Aufbauarbeit leisten. Er fügt hinzu, dass die Ärzte von Tel Aviv mit bester europäischer Ausbildung aufwarten konnten. Viele von ihnen hatten in Berlin gelebt, studiert und gearbeitet, bevor sie nach Palästina auswanderten, wie zum Beispiel Chaim Berlin und Theodor Zlochisty. Über letzteren schreibt Hirschfeld: Ich will nur den Leiter der Säuglingspflege, Dr. Theodor Zlochisty, nennen, der, vormals ein bekannter Berliner Arzt, sich jetzt mit ganzer Kraft der körperlichen Ertüchtigung der jüdischen Kinder in Palästina widmet. Zlochisty, geboren 1874 in Danzig, promovierte in Berlin und emigrierte 1921 nach Palästina. Er war als leitender Arzt für die Women's International Zionist Organization, WIZO, tätig. Er lebte in der Idelsonstraße 30 in Tel Aviv in der Nähe des Bialikplatzes, Abbildung 12. Das noch bestehende Haus, das 1922 von der deutsch-jüdischen Architektin Lotte Kohn entworfen worden war, besteht aus zwei Geschossen. Während das Erdgeschoss als Klinik diente, war das Obergeschoss für den privaten Gebrauch bestimmt. Hirschfeld gibt einen anschaulichen Bericht über seinen Besuch in der Mutterschule der WIZO. In der Mutterschule der WIZO in Tel Aviv sah ich eine Fotografie von kurz zuvor in der Frauenklinik geborenen Drillingen mit der launigen Unterschrift »Protest gegen die Einwanderungsbeschränkung«. Von der englischen Regierung war nämlich nicht lange vor der Geburt dieser Kinder die Zahl der erlaubten jüdischen Einwanderung stark begrenzt worden, ebenso wie auch für den Bodenankauf einschränkende Bestimmungen erlassen waren. In derselben Frauenklinik erzählte mir auch ein Kollege den seltenen Fall einer dort mit Erfolg vorgenommenen künstlichen Befruchtung bei einem von Kindessehnsucht erfüllten Weibe. Er schreibt: Im Garten dieser Klinik findet sich eine etwas baufällige, aber saubere Holzbaracke, von der eine ganze Reihe junger Mütter mit Kindern anstanden. In und vor der Baracke sah man verschiedene, mit Blumen geschmückte und mit Wein und Kuchen reich beladene Tische. Dazwischen hielten sich viele feierlich gekleidete Männer und Frauen auf. Es war der Beschneidungsraum, zu dem man mich führte. Ich wohnte mehreren Beschneidungen bei, die sich in größter Geschwindigkeit unter dem Murmeln von Segenssprüchen vollzogen. Für Hirschfeld dienen sowohl die Effizienz der künstlichen Befruchtung als auch die Sorgfalt bei der Durchführung der Beschneidung in Tel Aviv als Beispiele für die hohen medizinischen Fähigkeiten und Standards in Palästina in jener Zeit. Am Samstag, den 19. Februar, dem Tag seines zweiten Fachvortrags, besuchte Hirschfeld die Stadtverwaltung von Tel Aviv, wie der Haaretz einen Tag später berichtete. Damals befand sich die Stadtverwaltung in der Bialikstraße 27, nur einen Steinwurf von
Chistis, Entschuldigung, Haus entfernt. Das Gebäude beherbergt heute das Historische Museum von Tel Aviv, Jaffo, Bet Ha'ir. Abbildung 13. Hirschfeld schreibt über seine Begegnung mit dem Bürgermeister Ditzengoff. Ihm galt auch einer meiner ersten Besuche in Palästina. Die Worte, die mir der jetzt 70-jährige Ditzengoff hebräisch in mein Album schrieb, lauten in deutscher Übersetzung: Es hat mich sehr gefreut, Herrn Dr. Hirschfeld im Rathaus von Tel Aviv zu empfangen. Dieser Besuch beweist uns, dass der berühmte Gelehrte Interesse hat an unserer schöpferischen Aufbauarbeit und nationalen Wiedergeburt, für die Tel Aviv zum Symbol geworden ist. Möge Dr. Hirschfeld, der sein Leben der Erneuerung des menschlichen Geschlechts gewidmet hat, uns mithelfen bei der Erneuerung unseres Volkes und möge er den Aufbau Israels und seines Landes mit eigenen Augen schauen. Am Sonntag, den 20. Februar, dem Tag seines öffentlichen Vortrags, wurde Hirschfeld mit einem Empfang in Ditzengoffs Galerie und ehemaliger Residenz am Rothschild Boulevard 16 geehrt. Abbildung 14. Heute heißt das Gebäude Independence Hall, da hier am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeitserklärung Israels stattfand. Bevor Hirschfeld Tel Aviv verließ, nahm er ein Interview mit der Zeitung Doha Hayom an, das ein Arzt namens Israel Kanjeli auf der Terrasse des Sanremo Hotels mit ihm führte. Der lange Artikel wurde am 1. März veröffentlicht. Der erste Teil bietet einen ausführlichen Bericht über Hirschfelds beruflichen Lebenslauf und seine Veröffentlichungen. Der zweite dann das Interview zu sexuellen Themen wie Ehe, Begehren und Zölibat. Kanjeli erwähnt, dass Tao Li während des Interviews aufgetaucht sei und porträtiert ihn als jungen chinesischen Studenten, der in England philosophisch ausgebildet worden sei und nun plane, in Hirschfelds Berliner Institut mehr über Sexualwissenschaft zu erfahren. Hirschfeld schätzte Tel Aviv und doch war ihm die Stadt kaum zugänglich, weil überall Hebräisch gesprochen wurde. Dies war einer der Hauptgründe, warum er sich nicht dazu entschließen konnte, sich in Palästina niederzulassen. Die Sprachbarriere empfand er als besonders misslich, als er im Kino von Tel Aviv mit dem Arbeiterpublikum sprach. Während er in den medizinischen Einrichtungen in deutscher oder englischer Sprache kommunizieren konnte, war dies keine Option, als er sich an die Arbeiter richtete. Konnte ich doch an diesen beiden Plätzen, in Tel Aviv und Jerusalem, meine öffentlichen Vorträge, die einen außerordentlich starken Besuch aufzuweisen hatten, nur mit Hilfe von Kollegen halten, die meine Ausführungen absatzweise ins Hebräisch übertrugen und gleichzeitig die zahlreichen mir in hebräischer Sprache schriftlich vorgelegten Fragen ins Deutsche übersetzten. Ja, so viel zu Tel Aviv und nun kommen wir zur zweiten Station von Hirschfelds Palästina-Reise, Jerusalem. Dort war er vom 21. Februar bis zum 5. März. Am 21. Februar traf Hirschfeld in Jerusalem ein. Die Reise von Tel Aviv nach Jerusalem war einfach, denn aufgrund des britischen Straßenbaus sei der Autoverkehr von Tel Aviv nach Jerusalem jetzt ebenso glatt und lebhaft wie zwischen Potsdam und Berlin. Einen Tag später berichtet die Palestine Gazette, dass Hirschfeld in der Stadt war. Sexualpathologe hier. Herr Magnus Hirschfeld, deutscher Sexualpathologe, der auf Weltlesereise ist, kam gestern im King David Hotel an und wird hier für 2 Wochen bleiben. Er wird einen Vortrag an der Hebräischen Universität halten. Das luxuriöse King David Hotel war 3 Jahre vorher vom Schweizer Hotelier Karl Albert Bähler eröffnet worden. Abbildung 15. Als erstes Weltklasse-Hotel Jerusalems avancierte das King David, kaum dass es die Tore geöffnet hatte, zum angesagtesten Treffpunkt der eleganten Welt in Jerusalem, schreibt Simon Sebag Montefiore in seiner Jerusalem-Biografie. Und Amos Oz beschreibt in seinem Roman Eine Geschichte von Licht und Finsternis das Hotel als einen Ort, wo sich kulturliebende Juden und Araber mit kultivierten Briten trafen,
wo verträumte langhalsige Damen in Abendkleidern am Arm von Herren in dunklen Anzügen dahinschwebten, wo vorurteilslose Briten mit gebildeten Juden oder Arabern dinierten, wo Konzerte, Bälle, literarische Abende, Tanztees und feinsinnige Kunsterörterungen stattfinden. Einer der Vorzüge des Hotels war für Hirschfeld die spektakuläre Aussicht. Er schreibt: Was erblickte ich von meinem Balkon? Ein grandioses Panorama von gewaltiger Ausdehnung, einen Rundblick von ergreifender Schönheit. Dicht unter mir vom Jaffa-Tor und Davidsturm ausgehend die alte Stadtmauer, Zion liebevoll umhüllend, weit hinten die Moabiter Berge und dazwischen den Ölberg, auf der einen Seite sich über Gethsemane zum Kidron-Tal und auf der Höhe sich nach der anderen Seite in sanften Linien zum Skopus-Hügel schlängelnd, von wo die stattlichen Bauten der neuen Universität und Bibliothek als Gipfelpunkte herüberleuchten. Die Nähe des modernen europäischen Luxushotels zur biblischen Stätte Jerusalem erinnerte Hirschfeld an einen orientalischen Traum, der etwas über sein Verhältnis zur Religion aussagt. Er schreibt: Ich konnte den Ausblick dieser einzigartig belebten Landschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit vollauf genießen, da ich das Glück hatte, in einem der schönsten Eckzimmer des King David Hotels zu wohnen, das selbst wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht in diese Umgebung hineingezaubert schien. Dieser Eindruck wurde sicher durch das YMCA-Gebäude verstärkt, das sich gegenüber dem Hoteleingang befindet. Abbildung 16. Hirschfeld bringt den Unterschied zwischen Jerusalem und Tel Aviv auf den Punkt, indem er die jungen Menschen dieser beiden Städte kontrastiert. Während Tel Aviv von lebhaften Jungen und Mädchen geprägt sei, die sich am Strand amüsieren, sei Jerusalem von den, Zitat, schluchzenden chassidischen Jünglingen an der Klagemauer von Jerusalem geprägt, deren religiöse Ekstase darauf hindeute, dass, Zitat, hier unbewusst eine Lustform durch eine andere ersetzt worden sei. Die beiden Städte unterscheiden sich auch in ihrer jeweiligen Beziehung zur Zeit. Während Tel Aviv in der Gegenwart lebe, seien die heilige Stadt Jerusalem und ihre Umgebung von religiöser Geschichte und biblischen Geschichten bedeckt. Hirschfeld zählt die Orte auf, die er besucht hat, und dabei ist bemerkenswert, dass er nicht nur auf die jüdische und christliche, sondern auch auf die islamische Tradition verweist und Mohammed ausdrücklich erwähnt. Wie Hirschfeld betont, galt sein erster Besuch in Jerusalem der Hebräischen Universität und Nationalbibliothek auf dem Skopusberge. Abbildung 17. Hier traf Hirschfeld mit zahlreichen Akademikern zusammen, von denen viele aus Europa eingewandert waren. Hirschfeld betont, dass die Universität vorläufig noch nicht als Erfüllung, sondern mehr als ein Versprechen auf die Zukunft gelten könne. Es scheint, dass er die 1925, also nur 7 Jahre vor seinem Besuch, eröffnete Hebräische Universität in Jerusalem mit der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin verglich, die bereits 1809 gegründet worden war. Hirschfeld beabsichtigte, sein Institut der Berliner Universität zu schenken, um einen ständigen Lehrstuhl für Sexualwissenschaft zu schaffen. Seine Verfügung ist in der Gründungsurkunde vom 4. Dezember 1918 dokumentiert. Für den Fall, dass die Stiftung gemäß 87 Bundesgesetzbuch durch die zuständige Behörde aufgehoben werde oder sonst wie erlöschen sollte, soll das Stiftungsvermögen an die Universität Berlin fallen, mit der Auflage, es als Grundstock zur Errichtung einer ordentlichen Professur für Sexualwissenschaft zu verwenden. Dieser Wunsch ging nie in Erfüllung, denn ein Jahr nach seiner Vortragsreise am 6. Mai 1933 schlossen die Nazis das Institut und zerstörten die Bibliothek, das Archiv und das Museum. 1934 praktizierte Hirschfeld vorübergehend in Paris, doch sein Plan, sein Institut dort neu zu gründen, scheiterte.
Wie in Tel Aviv hielt Hirschfeld drei Vorträge in Jerusalem, zwei für ein Fachpublikum und einen für die Arbeiterklasse. Die beiden Fachvorträge wurden in Verbindung mit der Hebräischen Universität veranstaltet. Einer davon fand am 23. Februar im Nathan und Lina Strauss Gesundheitszentrum in Jerusalem in der Nathan Strauss Straße 24 statt, Abbildung 18. Das 1929 eröffnete Gebäude heißt heute Beth Strauss Klinik und gehört zu den Maccabi Gesundheitsdiensten. Der öffentliche Vortrag fand am Sonntag, den 28. Februar, in der Turnhalle der italienischen Schule statt. Das Palestine Bulletin berichtet: Dr. Hirschfeld spricht zu Arbeiterpublikum. Der Sexualpathologe Dr. Magnus Hirschfeld wird heute Abend unter der Schirmherrschaft des Arbeiterseminars im Saal der italienischen Schule sprechen. Sein Thema ist die sexuelle Frage in unserer Zeit. Dr. Brachiyahu wird den Vortrag aus dem Deutschen ins Hebräische übersetzen und die Öffentlichkeit wird Fragen stellen dürfen. Mordechai Brachiyahu, der übrigens auch Sigmund Freuds Traumdeutung ins Hebräische übersetzt hatte, hatte in der Schweiz Medizin studiert und 1912 sein Studium in Berlin abgeschlossen. Im selben Jahr emigrierte er nach Palästina. 1919 gründete er die Hygieneabteilung der Hadassah Medical School in Jerusalem. 1946, 14 Jahre nach Hirschfelds Besuch in Palästina, veröffentlichte er einen Sexualratgeber mit dem Titel »Die nächste Generation – Das Problem des Sexuallebens«. Hirschfeld erwähnt auch einen offiziellen Empfang im sogenannten Deutschen Hospital, das sich ganz in der Nähe des Strauß-Gesundheitszentrums befindet. Im Erdgeschoss des Gebäudes, das heute das Charé Zedek Medical Center beherbergt, ist eine permanente Tafelausstellung zur Geschichte der europäischen Krankenhäuser in Jerusalem, einschließlich des deutschen Krankenhauses, geschmückt. Hirschfelds Veranstaltung wurde vom Direktor des Krankenhauses, Dr. Tafik Kanaan, moderiert. Er schreibt: Einer der hervorragendsten arabischen Christen Jerusalems, der leitende Arzt des deutschen Hospitals, Dr. Kanaan, veranstaltete mir zu Ehren einen Empfang. Die Unterhaltung war eine freundschaftlich harmonische, sie bewegte sich um die große Vergangenheit, die Sehenswürdigkeiten und die fast unwiderstehliche Anziehungskraft Jerusalems unter Ausschaltung alles Gegensätzlichen zwischen Anhängern so verschiedener Weltanschauungen. Nach meiner Rückkehr von dieser wohltuenden, friedlichen Gesellschaft saß ich noch lange in milder Märznacht auf dem Balkon meines Zimmers im King David Hotel und berauschte mich an dem Anblick der von hellem Mondlicht übergossenen Silhouette Jerusalems, eingebettet in eine weite, herrliche Landschaft von unvergleichlichem Zauber. Hirschfeld war fasziniert von Kanaan, der ihm in vielerlei Hinsicht ähnlich war. Kanaan war 1882 in einem palästinensischen Dorf in der Nähe von Bethlehem geboren worden und in einer lutherisch-arabischen Familie aufgewachsen. Er hatte enge Verbindungen zur deutschen Kultur. Als Kind studierte er an der Schneller Schule, die von deutschen Missionaren im nahegelegenen Jerusalem gegründet wurde. Nach einem Medizinstudium an der amerikanischen Universität von Beirut und einer Tätigkeit am bereits erwähnten deutschen Krankenhaus besuchte er zwischen 1912 und 1914 mehrmals Deutschland, um sich fortzubilden. 1913 eröffnete er in seinem Wohnhaus die einzige arabische Klinik, die damals in Jerusalem tätig war. Hirschfeld benennt auch die arabischen, christlichen und jüdischen Gäste, die er während des Empfangs traf, darunter Christian Rohrer, der von 1860 bis 1934 Vorsitzender der Templergesellschaft war. Wie ein Eintrag in Hirschfelds Reisepass beweist, besuchte Hirschfeld am 3. März das französische Konsulat von Jerusalem, um eine Reisegenehmigung nach Beirut zu erhalten, von wo aus er mit dem Schiff nach Europa zurückkehren sollte. Abbildung 20. Doch zuvor
verbrachte er noch eine dritte und eine vierte Station in Palästina und die dritte war Haifa vom 6. bis zum 10. März. Vermutlich am 6. März reisten Hirschfeld und Tauli von Jerusalem nach Haifa. Obwohl sie offenbar 5 Tage in der Hafenstadt am Mittelmeer verbrachten, spricht Hirschfeld in seinem Buch nicht viel darüber. Er stellt fest, dass das Hotel in Haifa im Vergleich zu den Luxushotels in Tel Aviv und Jerusalem recht einfach war. Nur in Haifa war ich weniger gut untergebracht, man sah dort noch, wie es vor dem Kriege war. Am selben Tag statteten Hirschfeld und sein Begleiter dem Maler Hermann Struck einen Besuch ab. Struck wurde 1876 in Berlin als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns geboren und studierte von 1895 bis 1899 an der Berliner Akademie der Künste. Als leidenschaftlicher Zionist emigrierte er 1923 zusammen mit seiner Ehefrau nach Palästina und lebte seitdem in Haifa. Sein Haus, ein dreistöckiges Gebäude in der Arlosorow-Straße 23, wurde von dem deutsch-jüdischen Architekten Alexander Berwald entworfen, der in Berlin geboren wurde, 1925 nach Palästina emigrierte und in Haifa starb. Abbildung 21. Seit 2016 dient das schöne Gebäude, das lokale, orientalische und europäische Stile vereint und einen spektakulären Blick auf die Bucht von Haifa bietet, als Hermann-Struck-Museum. Während ihres Besuchs widmete Struck Tauli eine Zeichnung, die heute von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft in Berlin aufbewahrt wird. Eine Zeichnung mit einer orientalischen Landschaft mit Hütten, Kamelen und Palmen. Abbildung 22. Hirschfeld merkt an, dass Struck ihm vorschlug, sich in Haifa am Fuße des Berges Karmel niederzulassen. So werde ich der gütigen Aufforderung, die mir der prächtige Hermann Struck, diese eigenartige Mischung eines ganz großen Künstlers, strenggläubigen Zionisten und Ur-Berliners, zu einem seiner wunderbaren Zeichnungen in meinem Reisealbum schrieb. Kommen Sie recht bald wieder, verehrter Herr Sanitätsrat, und suchen Sie am Karmelberg sich ein schönes, geruhsames Plätzchen aus. Kaum Folge geben, ebenso wenig wie ähnlichen Einladungen in Tel Aviv und Jerusalem. Hirschfeld hielt 2 Vorträge in Haifa, einen in einer medizinischen Einrichtung und einen für die Öffentlichkeit. Veranstaltungsort des öffentlichen Vortrags war der große Hörsaal des Technikums in Haifa, einer der schönsten modernen Palästina-Bauten des verstorbenen Architekten Berwald. Abbildung 23. Heute beherbergt das technische Kolleg das MADATEC, ein nationales Museum für Wissenschaft, Technologie und Raum. Albert Einstein hatte 1923 den Campus besucht und vor dem Gebäude eine Palme gepflanzt, die man dort heute immer noch besichtigen kann. Hirschfeld, der Einstein des Sex, wie er ja genannt wurde, hat diese Palme sicherlich zur Kenntnis genommen. Nach seiner Rückkehr nach Europa verglich er sich jedenfalls ausdrücklich mit Einstein, denn beide waren von Hetze bedroht und daher gezwungen, im Exil zu leben. Hirschfeld schreibt, kaum hatte ich am 17. März wieder europäischen Boden betreten, als die alte Hetze wieder begann. Gewiss befinde ich mich damit in guter Gesellschaft. Einstein. Ja, jetzt kommen wir zur 4. und letzten Station in Bet Alpha vom 11. bis 13. März. Ein kurzer Aufenthalt, der aber bei Hirschfeld einen besonders großen Eindruck hinterlassen hat. Das letzte Ziel von Hirschfelds Besuch in Palästina war Bet Alpha, etwa 45 Meilen südöstlich von Haifa. Auf dem Weg zu diesem kommunistischen Kibbutz machte er Halt in Nahalal, einer Bauernsiedlung mit einer sehenswerten Landwirtschaftsschule für junge jüdische Mädchen. Der Aufenthalt in Bet Alpha ist sowohl durch Hirschfelds Reisebericht als auch durch die palästinensische Presse gut dokumentiert. Abbildung 24. Hirschfeld schreibt, dass ihn sein kurzer Aufenthalt in Bet Alpha tief beeindruckt habe.
Die Tage, die ich in und um Bet Alpha verlebte, gehören zu den denkwürdigsten und erhebendsten meines Aufenthaltes in Palästina. Er war begeistert vom Lebensstil des Kibbutz, der in vielerlei Hinsicht den Idealen der Sexualreformbewegung entsprach. Er lobte das alternative Ehe- und Familienmodell in Bet Alpha. Ein Kapitel seines Buches ist den Kindern von Bet Alpha gewidmet, die von der Gemeinschaft und nicht von ihren Eltern aufgezogen wurden, und entsprechend heißt die Kapitelüberschrift Gemeinschaftskinder. Ein weiteres Kapitel widmete er dem liberalen Konzept der Ehe, das auf gegenseitiger erotischer Anziehungskraft und nicht auf einem angemessenen sozialen Status basiert. Überschrift: Die freie Ehe. In diesem Zusammenhang erwähnt Hirschfeld seinen Partner Tauli zum ersten und einzigen Mal in seinem Bericht über seinen Aufenthalt in Palästina. Ich zitiere: Viele Bewohner von Bet Alpha schlossen in der kurzen Zeit meines Dortseins mit mir innige Freundschaft, die sich auch auf meinen Begleiter Tauli übertrug, von dessen Anblick sich namentlich die Kinder, die dort noch nie einen lebendigen Chinesen gesehen hatten, gar nicht trennen konnten. In Bet Alpha setzte Hirschfeld seine Vortragsreihe fort. Meine beiden letzten Vorträge hielt ich in der Siedlung Bet Alpha im Emektal, und zwar auf Wunsch der geistigen Führer der Kolonie, über Sexualerziehung und die sowjetrussische Lösung der Sexualfragen. Die meisten Menschen, die in Bet Alpha lebten, waren deutsch sprechende Tschechoslowaken und Österreicher, auch zwei Berliner waren unter ihnen, daher konnte Hirschfeld Deutsch sprechen. Hirschfeld besuchte auch die alte Synagoge mit ihrem berühmten Bodenmosaik aus dem 6. Jahrhundert, das 1928 bei Grabungsarbeiten gefunden worden war. Abbildung 25. Hirschfelds Aufenthalt in Bet Alpha endete mit einer Feier im Kibbutz. Bei dieser Gelegenheit tanzten die Bewohnerinnen und Bewohner die Hurra. Hirschfeld schreibt darüber: Nach dem letzten Vortrag in Bet Alpha am Vorabend meiner Abreise von Palästina suchte man mich durch eine gesellige Veranstaltung zu erfreuen. Man tanzte die wilde alte Hurra, die angeblich schon im Altertum der Lieblingstanz der Juden gewesen sein soll, aber wohl nicht spezifisch hebräisch, sondern im ganzen Nahen Orient seit unvordenklichen Zeiten heimisch ist. Hirschfeld weist darauf, dass dieser Tanz traditionell von Männern und Frauen getrennt getanzt wurde, aber dass die palästinensische Version des Tanzes beide Geschlechter mische. Er schreibt: Als ich die Hurra das erste Mal auf dem Balkan sah, wurde sie nur von Männern getanzt, die Frauen standen und saßen herum und klatschten mit den Händen. Ein anderes Mal bildeten die Mädchen und Frauen einen Kreis und drehten sich unter dem Jubel der männlichen Beobachter. Hier aber traten bald Mädchen, bald Männer in den Kreis. Beide Geschlechter waren fast gleichmäßig in bunter Reihe beteiligt. Diese Beobachtung untermauerte sicherlich Hirschfelds Eindruck, dass der Kibbutz tatsächlich den liberalen Lebensstil lebte, den die Sexualreformbewegung propagierte. Hirschfeld berichtet auch, dass einer der Führer der Gemeinde einen Gruß in sein Reisetagebuch geschrieben habe, bevor er Bet Alpha verließ. Die Zeilen bestätigen, dass er Hirschfeld in Bezug auf seine Gedanken zur Sexualität zugestimmt hat. Die Inschrift lautet: Dem Vorkämpfer für Befreiung und Erneuerung der Menschheit auf dem Gebiet sexueller Probleme mögen diese Bildchen eine Erinnerung sein an das Land, in dem ein altes Volk sich befreien und erneuern will, und an eine der Siedlungen, wo man im Rahmen der Regenerationsbestrebungen des jüdischen Volkes die menschlichen Probleme von sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Gleichheit in persönlicher Lebensgestaltung zu verwirklichen sucht. Diese Zeilen klingen wie eine Bewertung nicht nur von Hirschfelds Besuch in Bet Alpha, sondern auch von seiner Palästina-Reise insgesamt. Mit seinem Besuch in Bet Alpha ging Hirschfelds Reise zu Ende. Er betont, dass Palästina unter allen Orten, die er während seiner 16-monatigen Reise gesehen hatte, den stärksten Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Im Vergleich zu Imperien wie China, Indien und Ägypten mutete Palästina an wie, Zitat, eine feine, zarte Elfenbeinminiatur gegenüber kunstvollen Marmorkolossen. Und in einem fast biblischen Ton behauptet er: Auch mir war es nur vergönnt, 5 Wochen dieses Stückchen Erde zu durchstreifen, aber ich gestehe, dass ich mich auf meiner Weltreise von keiner Stätte so schwer losgerissen habe wie von Jerusalem, dass mir von keinem Lande der Abschied so schwer fiel wie von Palästina. Am 13. März reisten Hirschfeld und Tauli von Bet Alpha nach Damaskus und von dort weiter nach Beirut, wo die beiden am nächsten Tag mit dem Dampfer nach Athen fuhren. Dort in Athen stieß Karl Giese zu ihnen und sie reisten gemeinsam nach Wien weiter. Einige Wochen später ließ sich Hirschfeld in Zürich nieder, wo er seinen Reisebericht abschloss. Im Mai 1933 zog er nach Paris, wo er mit seinen beiden jungen Freunden lebte und weiterhin arbeitete und schrieb. Im November 1934 zog er nach Nizza, wo er am 14. Mai 1935, seinem 67. Geburtstag, starb. Die palästinensische Presse berichtete ausführlich über seinen Tod. Chaim Berlin, der ihm bei der Organisation der Vortragsreise in Palästina geholfen hatte, widmete ihm einen ausführlichen Nachruf. Darin legt er nahe, dass Hirschfeld eine besondere Beziehung zu Israel unterhielt. Er macht Hirschfelds Besuch in Palästina zum Höhepunkt der Weltreise und zum Gipfelpunkt des Reiseberichts. Obwohl er einräumt, dass Hirschfeld weder ein eifriger Zionist sei, noch Palästina als Exilresidenz wählte, betont er, dass Hirschfeld voller Liebe und Verständnis für die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Palästinas gewesen sei. Mit Verweis auf die verheerenden Schläge der Nazis gegen den jüdischen Sexualwissenschaftler, die sein Institut zerstörten und seine Bibliothek verbrannten, unterstreicht Berlin, dass Hirschfeld das Trauma der Tausenden von deutschen Einwanderern teilte, denen die Flucht nach Palästina gelang, und gemeindet ihn auf diese Weise ein. 4 Jahre später erschien im Palestine Bulletin, das Hirschfeld ebenfalls einen Nachruf gewidmet hatte, eine Reihe von Anzeigen, die zeigen, wie schnell sich Hirschfeld damals von einer historischen Person in eine mythische Figur verwandelte. Abbildung 26. Die Anzeige wirbt nämlich für ein aphrodisisches Medikament namens Titusperlen, das Hirschfeld seit Mitte der 1920er Jahre entwickelt und auf den Markt gebracht hatte. Die hormonhaltige Pille, eine Art Vorläufer von Viagra, wird dafür gelobt, dass sie die jugendliche Männlichkeit wiederherstellen könne. Ganzheitliche Verjüngung. Dr. Hirschfelds Titusperlen stark. Ein Versuch wird sie von ihrer Wirksamkeit überzeugen. Eine wissenschaftliche Broschüre mit dem Titel Neues Leben, speziell geschrieben vom gefeierten Professor Magnus Hirschfeld, Direktor des Sexologischen Instituts Berlin, überführt nach Paris und Präsident der Internationalen Liga für Sexualreform, wird sie mit ihrem Inhalt und illustrierten Fabeln in 5 Farben über viele ihnen noch unbekannte Dinge informieren, die das Sexualleben, sexuelle Störungen und Sexualhygiene informieren. Kopien erhältlich gegen Überweisung von 5 Pence in Briefmarken von Titus Orient, POB 2105 Kairo. Vertreiber für Palästina, POB 1689 Tel Aviv. Die Anzeige stellt im Jahr 1939 Hirschfeld als noch lebenden Arzt dar, der in Paris praktiziert und über die Liga für Sexualreform präsidiert. Dabei war Hirschfeld längst gestorben und die Liga für Sexualreform längst geschlossen.
Statt seinen umfangreichen sexualwissenschaftlichen Monographien nennt die Werbeanzeige nur eine illustrierte Broschüre im Fünffarbendruck. So wird die Weltreise des Sexualforschers gewissermaßen eingeschrumpft auf den Versand eines Aphrodisiakums in Pillenform von einem Briefkasten in Kairo zu einem Briefkasten in Tel Aviv. Ja, damit kommen wir zum nun kurzen zweiten Teil des Vortrags, nämlich zu Hirschfelds Verhältnis zum Judentum und zur Sexualität. Hirschfeld schrieb und veröffentlichte seinen Reisebericht zu einer Zeit, als Homophobie und Antisemitismus in Deutschland allgegenwärtig waren. Da er nicht nur ein ehemals angesehener Sexualwissenschaftler, sondern auch ein homosexueller Jude war, musste er mit der Möglichkeit vielfältiger Diskriminierung rechnen. Bereits 1920 war er nach einem Vortrag in München von einer Gruppe völkischer Aktivisten verprügelt und fast getötet worden. Die Situation war noch prekärer, da er mit einem sehr viel jüngeren männlichen asiatischen Begleiter gereist war, mit dem er nun sein Leben teilte. Hirschfeld hält in seinem Buch an der professionellen Perspektive eines Sexualwissenschaftlers fest, der die kulturellen Gewohnheiten der verschiedenen Länder und die private Perspektive eines Touristen untersucht und einnimmt und der die Qualität der von ihm genutzten Straßen, Fahrzeuge und Hotels bewertet. Über sein persönliches Judentum schweigt er sich jedoch aus und nimmt auch auf seine Homosexualität keinerlei Bezug. Zunächst zum Judentum. Hirschfeld wurde in eine bürgerliche jüdische Familie geboren, die in der heute polnischen Stadt Kohlberg lebte. Als er sich 1896 in Berlin niederließ, lebte er das Leben eines assimilierten Juden, der sich perfekt in die urbane Kultur der deutschen Metropole einfügte. Er feierte Weihnachten, wie ein Foto aus dem Jahr 1917 beweist, dass Hirschfeld mit einer Schar von Kindern des Hauspersonals unter einem Weihnachtsbaum zeigt, Abbildung 27. Es gab eine Kontroverse darüber, ob sich Hirschfeld als Jude identifizierte oder nicht. Die einen behaupteten, dass es für Hirschfeld kaum eine Rolle gespielt habe, jüdisch zu sein, und die anderen hielten es für irreführend, Hirschfelds Judentum in Abrede zu stellen. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen, denn Hirschfeld war ein assimilierter, offenbar nicht praktizierender Jude, der die religiöse und kulturelle Identität, in die er hineingeboren wurde, nicht leugnete, aber auch nicht besonders hervorhob. Einerseits interessierte sich Hirschfeld aufrichtig für die vielfältigen Erscheinungsformen des Judentums in den Städten und Kibbuzim Palästinas, andererseits spricht er nie von sich selbst als Jude und legt eine durchaus kritische Haltung gegenüber der jüdischen Politik in Palästina an den Tag. Hirschfeld stand dem, was er als zionistisches Experiment bezeichnete, durchaus skeptisch gegenüber. Während er mit Zionisten wie Hermann Struck persönlich gut auskam und die zionistische Bewegung und ihre kulturellen Errungenschaften grundsätzlich billigte, spielte er die Bedeutung von Religion und Nationalität herunter. Es sei zwar leicht, die ursprüngliche Nationalität einer Person, die in Palästina lebe, an ihrem Aussehen zu erkennen, aber es sei fast unmöglich zu unterscheiden, ob diese Person nun jüdisch, christlich oder muslimisch sei. Er schreibt: Gerade das zionistische Experiment, dem ich unter gewissen Voraussetzungen durchaus wohlwollend gegenüberstehe, nämlich seitdem ich das Glück hatte, seine Erfolge an Ort und Stelle studieren zu können, hat sich in Bezug auf die Feststellung dessen, was Menschen eint, trennt und formt, als sehr lehrreich erwiesen. Man kann nämlich keineswegs in Palästina einem Menschen ohne weiteres ansehen, ob er Christ, Jude oder Mohammedaner ist. Auch ist es nicht möglich, mit Sicherheit einen jüdischen von einem anderen Amerikaner oder einen jüdischen von einem christlichen Engländer, Italiener oder sonstigen Europäer zu unterscheiden. Was man aber verhältnismäßig am leichtesten kann, ist anzugeben, ob jemand amerikanischer oder englischer, türkischer oder deutscher, jemenitischer oder russischer Jude ist.
Darüber hinaus widmet Hirschfeld der arabischen Sichtweise auf den politischen Konflikt, den er die klaffende Wunde Palästinas nennt, mehr als zwei Druckseiten. Er zitiert ausführlich ein einflussreiches Mitglied der palästinensischen Unabhängigkeitspartei und zeigt Verständnis für den Unmut, mit dem die Araber auf das Diktum des Zionistenführers Chaim Weizmann reagierten, dass Palästina so jüdisch wie England englisch sein werde. Hirschfeld berichtet auch ausführlich über die jüngsten Massaker und Anschläge arabischer Terroristen und bezichtigt die, wie er schreibt, groß angelegte englische Kolonialpolitik daran, interessiert zu sein, diese Spannungen eher zu erhalten als zu beseitigen, denn solange diese Unruhen bald da, bald dort ausbrechen, ist ihre Anwesenheit erforderlich, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Schreibt Hirschfeld. Statt sich also auf die Seite der Zionisten zu stellen, weist Hirschfeld darauf hin, in welche außerordentlich schwierige Situation der Zionismus das Judentum in Palästina gestellt hat. Noch einmal zitiert er das Mitglied der palästinensischen Unabhängigkeitspartei und fordert, dass Araber und Juden sich untereinander wie Verwandte fühlen sollten, die sie ja auch durch die gemeinsame Abstammung von Abraham seien. Hirschfeld geht noch einen Schritt weiter, wenn er sein Buch mit der Fantasie einer totalen Assimilation beschließt. Er schreibt: Es gibt aber noch eine höhere Assimilationsform, ich meine die Menschheitsassimilation, die zwischen den Völkern nicht den geringsten Wertunterschied macht, sondern nur zwischen einzelnen Menschen solche Unterschiede anerkennt und mit Forel an die Vereinigten Staaten der Erde glaubt. Wir wissen von Zeiten, in denen die Anhänger eines solchen Panhumanismus und Kosmopolitismus sich frei als Weltbürger bekennen durften. Ein solcher Standpunkt hindert nicht, dass wer an nationalen, familiären, religiösen, beruflichen, sprachlichen, Stammes- oder sonstigen Zugehörigkeiten seine Freude hat, sich auch daran erfreut. Voraussetzung ist nur, dass jemand diese Zugehörigkeiten für nicht so wesentlich hält wie die über allem stehende Menschheitszugehörigkeit. Das ist in Klammern gesagt ein geradezu intersektioneller Ansatz. Das Zitat geht weiter: Nur Mensch sein, dieser scheinbare Rückschritt wäre der größte Fortschritt. Die vorhandenen Gegensätze von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk, von Land zu Land zu überwinden, vermag aber nur eine Brücke. Menschenliebe, welcher Art auch immer, gegenseitige, aufbauende Liebe. Nur sie kann das verlorene Paradies, das goldene Zeitalter wiederbringen. Nur sie kann den Menschheitsorganismus schaffen, erschaffen auf dem Boden der Hoffnungsworte Freiligrats. Trotz alledem, es kommt die Zeit, trotz alledem, da rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem. Hirschfeld vertritt einen humanitären Standpunkt. Er erklärt sich selbst zum Weltbürger und betont mehr die Einheit als die Spaltung. Mit dem Psychiater und Sexualwissenschaftler Auguste Forel teilt er die Utopie der Vereinigten Staaten der Erde, die Unterschiede zwischen Nation, Klasse, Rasse, Religion und Sprache in die globale Solidarität der Menschheit auflösen. Nach Hirschfelds Ansicht sollte die Lingua Franca dieser weltoffenen Welt Englisch sein. Er hält die Wahl des Hebräischen und nicht des Englischen als jüdische Nationalsprache in Palästina für einen Kardinalfehler. Seiner Meinung nach hätte Englisch als universelle Sprache die Macht gehabt, die jüdischen Einwanderer aus der ganzen Welt in Palästina zu vereinen. In einem Brief, den er am 15. Dezember 1934 in Nizza an seinen jungen Cousin Ernst Maas schrieb, Abbildung 28, der zu dieser Zeit in Mailand lebte und kurz vor seiner Einwanderung nach Palästina stand, gesteht Hirschfeld, dass er sich nicht hätte aufraffen können, Hebräisch zu lernen, sich aber ohne Hebräischkenntnisse in Palästina minderwertig gefühlt hätte.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass er sich für Palästina entschieden hätte, wenn die Alltagssprache Englisch gewesen wäre. Hirschfeld war kein Zionist, der tragischerweise an der hebräischen Sprache scheiterte, sondern ein Humanist, der nach einem Ort suchte, wo er ein Leben ohne nationale, religiöse und andere Beschränkungen führen konnte. Am 3. Juni 1934, als er noch in Paris lebte, schrieb er einen englischen Brief an seinen Freund und Kollegen Harry Benjamin, der in New York lebte. Abbildung 29. Zitat: Was ich mir wünsche, ist, einen Ort zu finden, wo ich mich in meinen alten Tagen wie zu Hause, homelike, fühlen kann, wo ich ruhig und friedlich auf spirituelle Weise leben kann, vor allem wo ich arbeiten kann und den Eindruck habe, dass ich willkommen bin. Ja, und nun noch ein paar Worte zu Hirschfelds Verhältnis zur Homosexualität. Bekanntlich war Hirschfeld ein Aktivist der ersten homosexuellen Befreiungsbewegung. 1897 gründete er das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee mit, einer Organisation, die sich gegen die Kriminalisierung homosexueller Männer einsetzte. 1896 veröffentlichte er ein Buch über Sappho und Sokrates, 1904 eines über Berlins drittes Geschlecht und 1914 eine monumentale Studie mit dem Titel »Die Homosexualität des Mannes und des Weibes«. Das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin richtete sich vornehmlich an heterosexuelle Menschen, bot aber auch queeren Menschen einen geschützten Raum. Trotz seines beruflichen und politischen Engagements für nicht-heteronormative Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität musste Hirschfeld mit seinem Privatleben vorsichtig sein, da sexuelle Handlungen zwischen Männern illegal waren und ein homosexueller Skandal den gesellschaftlichen Ruf ruinieren konnte, wie die berüchtigte Harden-Eulenberg-Affäre bewiesen hatte. Seit 1919 teilte Hirschfeld sein Leben mit Karl Giese, der 30 Jahre jünger war als er selbst. Seit 1931 war Tao Li sein ständiger Begleiter. Giese lebte mit den beiden in Paris, musste aber im Oktober 1934 das Land verlassen, nachdem er wegen unsittlicher Handlungen in einer Badeanstalt angeklagt und für 3 Monate inhaftiert worden war, woraufhin er seine Aufenthaltserlaubnis verlor. In seinem Testament benannte Hirschfeld Giese und Tao Li als alleinige Erben. Während Giese im März 1938 Selbstmord beging, kehrte Tao Li nach, vielleicht sollte ich sagen, während Giese im März 1938 sich selbst tötete, kehrte Tao Li nach China zurück und zog schließlich nach Kanada, wo er noch bis 1993 lebte. Hirschfeld erwähnt Tao Li mehrfach in seinem Reisebericht und die Tatsache, dass Hermann Struck Tao Li eine Zeichnung schenkte und widmete, sagt auch etwas über die Beziehung zwischen Hirschfeld und Tao Li aus. Hirschfeld bezieht sich in seinem Reisebericht und auch in seinem Tagebuch auf verschiedene Diskurse, um seine Beziehung zu Tao Li zu charakterisieren. Im Reisebericht beschreibt er die Beziehung als Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Zitat: Ihren stärksten Ausdruck fand diese Art der Bindung in dem idealen Schüler-Lehrer-Verhältnis, das mich fast während meines ganzen Aufenthaltes in China und lange darüber hinaus mit Tao Li verknüpfte. Aus einer der vornehmsten Familien des Landes stammend, Student der Philosophie und Medizin an der englischen Hongkong-Universität und der amerikanischen St. John's-Universität in Shanghai, trotz seiner 23 Jahre ein gründlicher Kenner der Bücher von Havelock Ellis sowie der ins Englische übertragenen Werke von Haeckel, Freud, Jung, Forel, Ivan Bloch, aus denen ihm mein Name vertraut war, bot er sich mir in Shanghai nach meinem ersten Vortrag als Companion und Protector, Begleiter und Beschützer an, um mir überall, wohin ich in China reisen sollte, sorgend und helfend, besonders auch als chinesischer Interpret zur Seite zu stehen. Einerseits liefert
Hirschfeld hier eine gesellschaftlich akzeptable Erklärung für seine Beziehung zu Tauli und andererseits konnten gebildete LeserInnen die Anspielung auf das alte Konzept der griechischen Liebe bemerken, dass eine Verbindung zwischen einem älteren Liebhaber Erastes und seinem jüngeren Geliebten Eromenos bedeutet. Diese Konnotation wird durch die Tatsache bestätigt, dass der Spitzname von Hirschfelds Gefährte Lieblingsschüler bedeutet und somit auf den Eromenos verweist. Wenn Hirschfeld betont, dass Lee mein Name vertraut war, weil er ihn in Blochs Buch »Das Sexualleben unserer Zeit« gelesen habe, spielt er vielleicht auf Michel de Montaigne an, der in seinem Essay über die Männerfreundschaft behauptet, die erste Begegnung mit seinem engen Freund Etienne de la Boétie sei durch ein Buch vermittelt worden. In seinem Tagebuch ruft Hirschfeld noch einen weiteren Diskurs auf, um seine Beziehung zu Tauli zu charakterisieren. Am 11. Oktober 31 schreibt er: Einer der größten Gewinne meiner Reise war Tauli, ein junger Chinese aus vornehmem Hause, der mich seit 5 Monaten begleitet. Sein nobler Charakter, seine Intelligenz, seine unerschütterliche Treue und Anhänglichkeit erleichtern mir die Reise außerordentlich. Auf seinen und seines Vaters Wunsch soll er in Deutschland Medizin und Sexualwissenschaft studieren. Ich glaube, dass ich in ihm den lange gesuchten Schüler gefunden habe, den ich nach meinem Ebenbilde formen kann. Einerseits bestätigt dieses Zitat das Lehrer-Schüler-Verhältnis, andererseits spielt es auf ein symbolisches Verhältnis von Vater und Sohn an. Wenn Hirschfeld sagt, dass Taulis Vater ihm seinen Sohn anvertraut habe, beansprucht er gewissermaßen die Rolle eines Adoptivvaters und wenn er schreibt, dass er den jungen Mann nach seinem Ebenbilde formen wolle, verklärt er seine väterliche Rolle, indem er sich mit dem Schöpfergott vergleicht. Das Thema queerer Sexualität kommt auch auf, wenn Hirschfeld über die Themen spricht, die ihm während seiner öffentlichen Vorträge und von den vielen PatientInnen, die ihn überall in Palästina konsultierten, vorgestellt wurden. Er sagt, dass er dort mit allen Erscheinungsformen der menschlichen Sexualität konfrontiert worden sei, mit einer Ausnahme, nämlich des Transvestismus. Er schreibt: Ich habe dadurch ein gutes Bild von dem gewonnen, was in dieser Hinsicht die Menschen dort beschäftigt und bedrückt. Um das Gesamtergebnis vorwegzunehmen, sei gesagt, dass es sich alles in allem nur unwesentlich von dem unterscheidet, was wir in europäischen Ländern auf diesem Gebiete zu beobachten Gelegenheit haben. Kurzum, das ganze Arsenal der uns von Europa her nur allzu vertrauten Geschlechtssorgen trat uns auch hier entgegen. Nur eine Gruppe fehlte seltsamerweise, die Transvestiten. Doch dürfte dies nur ein Zufall sein, denn abgesehen davon, dass ich in anderen Ländern oft genug jüdischen Transvestiten begegnet bin, ist in der Bibel sogar schon die Rede von Frauen, die sich männlicher Tracht und Geräte bedienen, und von Männern, die in Frauentracht gehen. Mit der Behauptung, Transvestismus sei ein fester Bestandteil der jüdischen Kultur und sogar in der Heiligen Schrift dokumentiert, bestätigt Hirschfeld seine langjährige Überzeugung, dass nicht-heteronormative Formen von Geschlecht und Sexualität natürlich seien und daher nicht als Sünde, Verbrechen oder Krankheit kategorisiert werden sollten. Wenn man diese Spuren ernst nimmt, könnte man vielleicht sogar behaupten, dass für Hirschfeld die Außenseitermerkmale, jüdisch und homosexuell zu sein, in gewisser Weise austauschbar waren. Hirschfeld geht ausführlich auf die Verstrickung von Religion und Sexualität ein, wenn er schreibt: Gewiss, des einen Fetisch ist des anderen Antifetisch, des einen Glaube ist des anderen Aberglaube, aber nicht was man liebt und was man glaubt ist wesentlich, sondern dass man liebt und dass man glaubt. Hirschfeld plädiert für die Freiheit der Liebe und des Glaubens und behauptet, es sei letztlich auch nur eine Frage der Perspektive, ob eine bestimmte religiöse oder sexuelle Neigung orthodox oder heterodox sei.
Wenn Hirschfeld, wie wir sahen, Tel Aviv als geradezu utopische Stadt beschreibt, in der alle Einwohner jüdisch sind, und wenn er das Sanremo Hotel als utopisches Unternehmen porträtiert, in dem ausschließlich Juden arbeiten, dann beschwört er implizit auch die Fantasie einer ausschließlich homosexuellen Stadt und eines ausschließlich homosexuellen Hotels. Eine Fantasie, die im 21. Jahrhundert Realität geworden ist. Doch wurde die liberale Tendenz von Hirschfelds Buch in der Rezeption bald konterkariert. Wir hatten ja schon die Anzeige mit den Titusperlen gesehen. Am 12. April 1935 erschien in der Zeitung The New Palestine ein Auszug seines Reiseberichts unter der Überschrift »A world-famous doctor describes his visit« to the homeland. Also ein weltberühmter Doktor beschreibt seinen Besuch in seinem Heimatland. Abbildung 30. Aus dem Sexualwissenschaftler wird ganz allgemein ein Doktor und aus der Palästina-Reise ein Besuch im angeblichen Heimatland. Also eine Vereinnahmung Hirschfelds als Jude. Im selben Jahr erschien in London die englische Ausgabe seines Reiseberichts unter dem irreführenden Titel Women East and West – Impressions of a Sex Expert, also Frauen Ost und West – Impressionen eines Sexexperten, Abbildung 31. Der abgewandelte Titel bedient das Klischee eines männlichen Experten, der eine vergleichende Betrachtung der Frauen des Ostens und Westens unternimmt und suggeriert so eine heterosexuell männliche Perspektive, die Frauen orientalisiert und zum Objekt degradiert, das man vergleichend begutachten kann. Diese Vereinnahmungen zu vereiteln und an einen Sexualwissenschaftler zu erinnern, der auch dem 21. Jahrhundert etwas zum Verhältnis von Religion, Geschlecht und Sexualität zu sagen hat, war das Ziel meines Vortrags. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Professor Dr. Andreas Krass, für diesen wirklich spannenden Einblick in die Forschung und Reisen von Magnus Hirschfeld und für die Fragen, die sich daraus auch für unsere heutigen Diskurse ergeben. Die folgende Episode, liebe ZuhörerInnen, trägt den Titel »Religion, Geschlecht und Sexualität – Queere Stimmen aus jüdischen und christlichen Perspektiven«. Es handelt sich dabei um eine Kooperationsveranstaltung mit dem Berliner Forum der Religionen, gemeinsam mit dem Leiter des Forums, Dr. Michael Bäumer, haben wir eingeladen Professor Dr. Ulrike Auger vom Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, Monty Ott und Dalia Grinfeld von Keschet Deutschland e.V. und Ulrike Rogatzky von der Arbeitsstelle für evangelischen Religionsunterricht Tempelhof Schöneberg. Die schon lange geplante Kooperation mit dem Berliner Forum freut mich außerordentlich und ich hoffe, Sie, liebe ZuhörerInnen, auch zu dieser kommenden Episode erneut begrüßen zu dürfen. Aktuelle Informationen zum Programm des Podcasts finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen viel Freude an den weiteren Episoden des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität.